So, herzlich willkommen. Zweite Folge. Ich habe ein bisschen bei der Folge auf der Karte im Spiel 7 Days to D. Ich habe ein bisschen nebenbei Blei gesammelt und Eisen und Kohle. Und jetzt geht bei, ob wir das jetzt Fahrrad herstellen können. Ob die Ressourcen reichen, weiß ich nicht. Ich habe ein bisschen geschaut, was ich im Lager hatte. Die Burschen sind hier irgendwie aufgetaucht. Und da habe ich so gedacht, naja, mach die mal weg, bevor die mir über den Weg laufen. Blei habe ich gefunden, gut für die Munition, da können wir noch was einschmelzen. Und dann kann man Munition herstellen. So, Blei wie gesagt, Eisen. Und jetzt schauen wir nach dem Fahrrad, Räder, Raume 2. Fertig. Jetzt haben wir Schießpulver. Nehmen wir hier rein. Egal. Und Fahrrad, noch die Räder dazu und dann können wir das Fahrrad bauen. Und dann müsste es reichen. Müsste. Oh, Klebeband. Ich sehe kein Klebeband. Haben wir verbraucht. Sieht so aus. Das ist kein Problem. Dann stellen wir es her. Klebeband. Eisen, Leder, Federn. Federn haben wir. Das Öl haben wir gehabt. Dann stellen wir gleich noch Schießpulver her. Waffen. Denn wir haben jetzt da Kohle und Nitrat. Nitratmine haben wir ja. Von daher ist es Donnerbüchsenmission, ist das so. Alles gut. Kann man nicht herstellen. Da fehlt chemisch, okay. Aber wir können trotzdem herstellen und zwar. Oh, sag schon. Na. Und zwar ist das Verhältnis etwas anders, aber wir müssen das trotzdem herstellen. Wir brauchen das. Das kann eine Weile dauern. Dessen holen wir uns mit Klebeband. Das heißt, wir warten noch ein paar Sekunden für die Reifen. Dann können wir genauso was fehlt. Wenn wir normal laufen müssen, ne? Mit dem Fahrrad nachher macht es bedeutend einfacher. Dann können wir Ressourcen abbauen. Wir können ein paar Häuser durchsuchen. So. Was fehlt uns? Wir brauchen Eisen. Eisen haben wir. Da haben wir zwei, haben wir auch. Klebeband brauchen wir zwei. Der Rest ist da. Okay, Klebeband herstellen. Das sollte kein Problem sein. Kleber haben wir, Stofffetzen haben wir. Dann müssen wir mal sehen, dass wir wieder Knochen besorgt kriegen. Lebendigen Tieren oder Toten. Ich ziehe jetzt mal Lebendige vor. Da haben wir uns eine Scheune vom Bauern, da können wir ganz fix ein paar Wildschweine holen. Und wir haben sogar ein Haus, wo wir viele Tiere gefunden haben, auch noch die Möglichkeit. So, das war hier 7. Dann Stofffetzen, die hatte ich jetzt zurückgelegt gehabt. Da war auch noch Kleber, der Kleber da. Lieber haben und nicht brauchen, als brauchen und nicht haben. Ne? Deswegen habe ich auch wasserschmutziges in relativ großen Mengen zur Verfügung. Das werden wir gleich einschmelzen. Dann ist es auch weg. Anführungszeichen, das können wir wieder rausnehmen. Das ist immer Eisen, ist noch wichtiger.
Ja, da können wir das schon mal Blei herstellen. Mumpel. So, Klebeband. Brauchen wir zwei. Wir stellen gleich mal sieben her, das brauchen wir sowieso. Dann haben wir gleich noch Platz gewonnen. Dann können wir nehmen wir eine Kiste nur für die Schmiede. Also im Prinzip, was da reingehört. Nur für die Schmiede. Kohle und für Schießpulver. Das stellen wir ja her. Brauchen wir also. Das kann da wieder raus. Und das auch für die Spiele, also kann auch rein. Das da rein. So, dann können wir Patronenhülsen. Das sieht gut aus. Dann. Das sieht sehr gut aus. Da haben wir schon mal 44 Schuss. Was wollte noch nehmen? Lehmige Erde kann dazu. So, können wir Fahrrad bauen. Dessen läuft ja. Das können wir rausnehmen. Und wir können drin lassen. Gut, dann bauen wir ein Fahrrad, Munition kann man ja herstellen. Aber dann brauchen wir auch die Hülsen. Quatsch, die Spritzen. Ich bin nochmal gelöffelt vorhin beim Erdbau, also beim Graben der Tiefe. Da werden wir ein bisschen mehr beschäftigen müssen. Weil Munition ist bei sowas aktuell ganz wichtig. Ohne Munition kommen wir nicht weit. Pistole ist zwar gut, das Gewehr für die Entfernung, aber ein Häuserkampf für die für den Schreckmoment ist es zu weit weg. So. Dann breche ich das mal ab und wir werden jetzt mal unser Fahrrad herstellen. Fahrrad da. Was fehlt denn nun? Achso. Muss ich mal ganz kurz ein Gepäck holen. Und wir haben unser Fahrrad. Haha, ja, super. War ja auch schwierig genug. So. Wenn wir das Fahrrad haben. Was war ja schon? Schießpulver. Sozial nichts, brauchen wir ja, ne? Und später die Munition. Damit ein Fahrrad sind wir unabhängig. Wir haben unser Bike. Ist das unser Fahrrad da? Der Typ leichter zu erreichen. Weil. Nehmen wir das Fahrrad mal raus, ne? Wir nehmen mal was nach oben. Die brauchen wir nur zum Bauen aktuell, obwohl wir immer eher den denkt. Das Teil dafür nehmen. Fahrrad. Wo ist das? Wir haben unser Fahrrad. Ha! Das ist typisch. Kommt denn die junge Frau hier?
die gerade junge Frau gut treffen können. Ups. Erledigt. So. Ach so, das Fahrradunfall. Naja, das muss ich noch lernen, absteigen. Das habe ich schon öfter gesehen bei einigen Videos, dass die sich immer verletzen. So, mein Gepäck ein bisschen leer machen. Und hier so viel Leder, kann man noch nutzen. So. Hier werden wir auch noch wegschlagen, um ein bisschen Platz zu schaffen, vor allen Dingen, und geradeaus durchgehen können. So, Klebeband. Da rein. Das kommt auch da rein. Federn. Das gehen wir darüber. Eisenrohr. Ich weiß gar nicht, ob wir gebraucht haben. Ich glaube schon. Das soll Säure sein. Soweit ich mal mitbekommen habe. Trinkendes Wasser brauchen wir nicht mitnehmen. Öl auch nicht. Und die Chemie auch nicht. Steinaxt nehmen wir mal mit, falls wir die mal reparieren wollen. No, eigentlich auch nicht. Schießpulver. Wir mal gucken, was unser Ofen sagt. Und die müssen sortieren. Das gebe ich ehrlich zu. Das muss ich mal oft drin machen. So. Fehlt denn da jetzt? Kein Feuer, ach nee. Holz. Hat irgendwie Holz schon gehabt? Kann er dabei durchschmeißen. Mit dessen werden wir uns ja, Hülsen stellen wir her. Wir stellen jetzt gleich noch ein bisschen Schuss her und dann haben wir unsere Pistole wieder im Griff. Das gut sein soll, weiß ich noch nicht genau. Keine Ahnung. Für Weltraum? Keine Ahnung. So, schauen wir durch. Die brauche ich ja nicht alle Munition schleppen, ne? Eisen an sich auch nicht. Bretter eigentlich auch nicht. Pistole kommt wieder hin. Pfeil und Bogen, naja, brauchen wir im Grunde nicht mehr. Jagdmesser, der Rest wird noch hergestellt. Da macht er keine Munition für. Den Rest schauen wir nachher. Was sah unsere Vitalwerte aus? Haben wir genug zu. Futtern. Nahrung können wir was machen. Und Wasser auch. Dann gehen wir mal auf die Jagd. So. Werte steigen.
Ach, ich habe jetzt Durchfall hergekriegt. Kann doch wohl nicht sein. So, das Fleisch schon zu alt. Naja, nicht gut. Dann muss ich Tee brauen lernen. Was haben wir hier Schönes? Rosen. Schießpulver. Zement. Gut, mehr kriegen wir es noch nicht, ne? Aber immerhin. Dann stellen wir jetzt die Munition her. Ja, das bringt nicht viel, wenn wir was bei uns haben, keine Munition haben, ne? Dann lieber mit dem Gewehr laufen. Bevor wir uns hier. So, möge. Das Bremsen, aber okay, es gibt kein Gas, ne? Nur normal. Einzig Gute ist, das Dynamo geht nicht weg. Wollen wir aufpassen. Fahrrad ist aggressiv. So, Schießpulver. Gut. Immerhin, ne? 2 Minuten, da so lange wir warten. Jetzt werden wir hier gucken, ob wir den abbauen können. Vergessen haben vielleicht. Haben wir einen Schrampel bei uns? Bestimmt nicht. Ne, wir haben zwar. Munition, wir haben Hammer. Was haben wir nicht bei? Na, ist so aufwendig. Leer. Hätte ja was hinter sein können, ne? Das war Knochen und Nitrat. Das war im Grunde wichtig. Bringt keine Punkte. Gut, Leder. Hauptsache, ich lasse mich überraschen hier. Hätte ja was dahinter sein können. Tasche.
Schade. Ich dachte, hier wäre noch was. Mal holen könnte. So, ich gehe wieder in den Keller. Wo ist der Keller? Wo geht's hin zum Keller? Hier zum Beispiel. Ja, das sind so eine schöne Überraschung, ne? Die liebe ich so. Kann man schöne Sachen finden, wie Waffen so, zum Beispiel. Oh. Ja, Munition wieder. Es war nicht viel, aber wir brauchen Blei. Da fahren wir jetzt hin. Blei war da oben, ne? Ja, das ist ganz. Wie kann ich nun Gas geben, ne? Weiß das jemand? Komm ja nicht recht vorwärts. Oh, mal gucken mal. Da ist nochmal die Tat. Und hier ist Blei und Eisen vor allen Dingen. So. Und hier ist Blei. Nee, Eisen. Hier ist Blei. Das heißt, hier müssen wir ein bisschen freischaufeln. Um da ranzukommen. Zum Glück habe ich schon eine Schaufel aus Metall und nicht die eine aus Stein. Erstmal hält die länger und zweitens deutlich schneller. Ich bin durstig, wer sagt das? Der E-Durchfall geht alle wieder raus. Ein bisschen großzügiger freischaufeln. Wir müssen aufpassen, dass wir so eingraben und wieder nicht mehr rauskommen, ne? Ja, genau so. Vielleicht muss man hier mal ein Minenhäuschen bauen, ne? Als Schutz vor den Zombies. Oh, schon einmal ein Loch gegraben, du. Da unten ist die Ressource, da müssen wir ein bisschen aufpassen, auch nicht eingraben. So einen Zugang schaffen mit ja, so eine Art stufenmäßig. Da nützt ja auch allen nichts, wenn wir da unten viel Metall finden und letztendlich nicht rauskommen. Ne? So. Also gut rauskommen. Ja.
Geht hin zu. Dann nehmen wir auch noch Blei. Blei ohne Ende. Auf die Minus ergiebig. Dann zum nächsten Blutmund brauchen wir 4 Munition. Eine Pistole ist besser wie das Gewehr. Das Gewehr ist gut für Sachen für weit weg. Aber nicht für Zombies, die sich bei sind. Lieber für sie bin öfter. Das ist alles. So, Lucho, das soll es für heute gewesen sein. Ich werde ein bisschen weiter graben. Das ist nicht so interessant. Bevor wir uns darauf losstürzen zum nächsten Gebäude. Dann sei von hier mal Tüte und Winkel. Hat es euch gefallen? Ja oder nein? Gründe angeben, wenn nicht. Oder wenn ja. Und was ganz gut wäre, wieder einschalten. Und danke fürs Reinschauen. Tschüss und bis dann. Ciao, ciao.